In Runde 2 hatten wir einen ziemlich starken Draw, aber das Problem ist, dass unser Gegner offenbar irgendwie gescoutet hat zwischen den Runden und einfach niemals mehr als zwei Kreaturen für unseren Day of Judgment ausgespielt hat. Am Ende haben wir ihn dann doch gemacht, aber da hatten wir schon relativ wenig Leben. Es war eine super starke Boardpräsenz, aber dann wurden wir einfach von Fire Servant mit Fireball rausgebraten. Nach diesem Game mussten wir dann auch wirklich mal sideboarden. Als erstes haben wir die beiden Safe Passage reingenommen gegen seinen ganzen Burn, Fire Servant etc. Strongbox haben auch noch rein. Da er den Day of Judgment die ganze Zeit geschickt umspielt hat, haben wir den auch rausgenommen. Ja, dann haben wir noch ein bisschen diskutiert, aber am Ende kamen wir zu dem Schluss, dass die beiden Mana League am besten rausgehen sollten. Das zweite Spiel begann mit einer grenzwertigen Starthand, allerdings hatten wir auch sofort zwei Sideboard-Karten gezogen. Er hat auch nur Krempelkreaturen gelegt und deswegen konnten wir ganz locker die Strongbox aktivieren. Für seinen Methodic Slime haben wir dann das Pacifism, zum Glück haben wir den Day of Judgment rausgebordet. Jo, und im Endeffekt hat uns dann der Sarah Angela Spiel locker gewonnen. Fürs Dritte hatten wir eine richtig starke Hand. Trotzdem war das ein ständiges Hin und Her. Er hatte Mitotic Slime, wir hatten Pacifism, er hatte Fire Servant, wir hatten Blinding Mage. Das hat ihn dann gezwungen, All In zu gehen. Da haben wir einfach nur so geblockt und uns unsere Safe Passage lieber noch aufbewahrt, um nicht am Feuerball oder so zu verrecken. Und dann der Angriff mit Inspired Charge hat ihm genau so viel Schaden gemacht, dass auch Brindleboy ihn nicht mehr retten konnte.